heißt jetzt hier irgendwie die Haibucht oder so. Und die warten schon auf uns. Also, ich weiß ja, dass Haie grundsätzlich friedlich sind. Aber die sind so riesig, 2 Meter auf jeden Fall. Sie nennen es Burrito. Ja, aufpassen mit diesen Soßen. Es sieht aus wie Ketchup, aber es ist ein chemischer Kampfstoff. Ab auf die Insel. Das ist dann mal so Karibik-Fair, wie ich mir das wirklich vorstelle. Insel San Pedro, zweitschönste Tauchgebiet nach dem Great Barrier Reef. Ja, hier ist jetzt der Hafen. In 50 Minuten geht's los. Bin im Übrigen überrascht, wie ich es geschafft habe, alles in eine Tasche reinzukriegen. 3 Flaschen Schnaps habe ich dabei. Also es hieß ja eigentlich Wein, Cashew-Wein, aber vom ersten Probieren ist der Schnaps. Das ist auch gut so, weil Alkohol soll der Schweine teuer sein. Hier, und in der Tasche habe ich alles drin. Und wen haben wir hier? Konsulat von unseren bergdeutschen Freunden. Na dann auf. Ich freue mich ja über jeden mit einem Barcelona-Trikot. Hätte ich vorher gewusst, dass wir die aus dem Europapokal schießen, hätte ich mein Frankfurt-Trikot mitgenommen. Oh, Piraten! Ja, Karibik pur. Was ist denn das für ein Zeug hier? Algen, Korallen. Naja, hoffentlich nicht überall. Niedlich. Diese Golfcars werden hier vermietet. Scheint das übliche Fortbewegungsmittel zu sein. Und hier könnte ich mal aus Spaß gucken, was ein Bier kostet. Ich bin ja schon gewarnt worden. 8 US-Dollar für ein Bier. Trauen sich nicht, Preise dran zu schreiben. Wir werden wissen, warum. Das hat Flair. Oh ja. Ist doch mal deutlich karibischer als Belize City. Noch immer nicht rausgefunden, was ein Bier kostet. Überall halten sie die Preise zurück. Und ich glaube, da hinten wohne ich dann auch schon. Was ich hier auch bemerkenswert finde, es ist hier kühler als in der Hauptstadt. Ja gut, Belize City ist nicht die Hauptstadt, aber es ist hier, obwohl die Sonne knallt und ich in Belize City weitestgehend Regen hatte. Ey, jetzt sag nicht hier, Sackgasse. Das ist doch scheiße. Wieder außen rumlatschen oder was? Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Veggie Wrap 8 Dollar. Beachte immer durch 2 teilen. Das sind hoffentlich Belize Dollar. 8 Belize Dollar, 4 US Dollar. Und 16 Belize Dollar entspricht 8 US-Dollar für einen so einen Cocktail. Ein Cocktail wäre ja schön mit Alkohol. Für einen Smoothie, für Obstsaft. Und das ist es. Drifting mit Hängematte. Na, so brauchen wir das doch. Ich mich doch schon gleich wohl. Das ist doch mal nett gemacht hier.
dafür, dass das hier das zweitbilligste Guesthouse auf der Insel ist, bin ich da jetzt positiv beeindruckt. Sogar einen Tisch, um zu arbeiten. Und hier richtige Dusche ohne hier Elektrokabel dran. Habe ich schon deutlich schlechter gewohnt. Nett. Relax. Es wird nicht viel besser werden, als es hier ist. Unterwegs zum Schnorcheln. Ja, direkt hier gegenüber. Das wird es schon sein. Mal gucken, ob sie hier echt der zweitschönste nach dem Great Barrier Reef sind. Da ist ja immer noch Galapagos-Inseln zu schlagen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich dann da auch rechtzeitig zurück bin zum Rausabend. 11.45 Uhr soll man zurückkommen angeblich. 12 Uhr wird es losgehen nach meiner Zeitzone. Chucks und Robbies, die Hundehütte. Wann hast du das? Ausrüstung steht. Ich sag, was ist hier mit dem Hemd? Ist das womöglich mit Sonnenbrand gefährlich? Oder ist das vielleicht auch zu kalt im Wasser? Oder nö, das sind hier so 778 Grad Fahrenheit. Ich so, ja, was ist denn das denn normal? Was ist denn das in Celsius? Ja, keine Ahnung, kann er nicht berechnen. Was wäre denn in Celsius eine angegebene Wassertemperatur? Ich sag so, ja, kommen sie irgendwie 25 bis 27 Grad, schätze ich mal. Ne? Ja, genau, das haben wir dann. So gut, so genau wollte ich gar nicht wissen. Und los geht's. Schwimmen sie schon. Jo, und jetzt geht's los. Schnorcheltour durch Hol Chan, klingt chinesisch. Da sind schon Korallen, die aus dem Wasser rauswachsen. Jo, ich habe ein bisschen Sorge wegen Sonnenbrand. Sollte ich hier mein Hemd anlassen? Das heißt jetzt hier irgendwie die Haibucht oder so und die warten schon auf uns. Ja, das sind 15 bis 20. Ich weiß ja, dass Haie grundsätzlich friedlich sind, aber die sind so riesig, 2 Meter auf jeden Fall. Ich würde sogar behaupten, einige waren 3 Meter lang. Und da wird man schon ein bisschen nervös, ne? Er sagte hier 1,20 Meter Abstand halten. Ja, schon. Dann kommen die aber an und gucken einem in die Augen und fliegen 10 cm unter dir da vorbei. Geile Erfahrung. Andere Städte, die mir gut gefallen haben, sind Cusco in Peru und Quito in Ecuador. Diese Videos findest du hier.